Ich spiele das Ganze ja auch ziemlich selten. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund dafür. Man muss das, denke ich mal, einfach ein bisschen üben. Genauso wie Soup, was ich ja neulich schon mal gespielt habe. Was ja ganz gut bei den Leuten ankam, die sich das wirklich angeguckt haben. Natürlich hat es weniger Klicks oder so bekommen, wie wenn ich was anderes gespielt hätte. Aber mir persönlich hat es Spaß gemacht und die Leute, die es sich angeschaut haben, die hatten auch Spaß. Und was mache ich? Ich würde sagen, Wasser hier hin und dann Head. Ja, ich finde, es ist gar ganz interessant. Ich kann auch verstehen, dass sowas intens ist. Mir sind manchmal nur so ein bisschen das Bowl gespammt. Ich glaube, man hat hier ziemlich viele Pfeile zur Verfügung. Ist mir ein bisschen so, ja, sind für mich immer so ein bisschen abfuckt, weil es nach einer Zeit einfach so ist. Und sollte, da man dann einfach einen extremen Vorteil gegenüber dem Gegner hat. Der hat sich schön schnell gelöscht, zerstört meins auch direkt. Ja, manche können das, denke ich mal. Ich denke auch manche, die sich vielleicht nicht auf so einem hohen Elo-Bereich befinden, sind auf jeden Fall erfahren. Ich wunderbar beherrsche. Er hat wieder die Lava in der Hand. Ha, jetzt habe ich sie. Die hat direkt geschnappt. Ich habe nur noch 2,5. Er kann. Okay, die Lava war jetzt nicht so der Burner. Komm schon, kriegen wir hier schöne Hits. Ich bin hier auf dem Server auch famous, weil ich ja früher so ein bisschen UAC gestreamt habe. Oh, wunderbar. Alter, das ist eine Combo, die wir mir geben. Jetzt noch Lava. Oh. Aber es gibt ja auf Hive so eine Clan-Szene und da habe ich halt mal 2 Jahre lang oder das Killers Clan-Tournament. 2, 3 Jungs. Wer? Sagt es mir. Aber was soll ich einfach gegen sein krasses Equip machen? Sagt mir das mal. Es ist halt einfach Unterhaltung. Und es schauen sich Leute an, sonst würde es nicht funktionieren. Killer musste nach unten korrigiert werden, weil er deutlich schlechter in Sword ist als zuvor bewertet. Dazu allerdings ist er immer noch durch die alte Halbzeit taktisch überragend und auch in den Secondaries richtig gut. Gappelt auch zur richtigen Zeit, weshalb er trotzdem immer noch eine hohe 74er bzw. eine hohe 70er Bewertung gekriegt hat. He's low, he's low. I got him. The guy's off, keep behind. He's dead. Go for the back guy. I got him. He's dead. I'm coming. I hit him, he's on 6. Yeah. He's low, he's gonna die. Watch out. Lava him. I lava him. He's dead. Get him. Oh, I hit him once. Keep going. Got him. Behind you. I got double hit. I need help. He's on 0.5. This guy is eating all of his gapples. Got her. This guy, he's running. He's crossed it over. Oh my god. This is it. Oh wow, we can take these. I got a free bow shot there. Go for the right one. Yeah, I'm going for it. Just finish him. Got him. He got a crit on me. Oh, too intense. I'm keeping him busy. Oh, he's dead. Kill him. Nice. Yes. Bei Huawei war es mal längst Zeit, ein Update rauszubringen. 90 ist nicht mehr angemessen. Speziell sein Bow-Aim, das lag immer auf 20. Das musste jetzt auch deutlich nach unten korrigiert werden im Vergleich zu den ganzen anderen.
bleibt nur noch Dr. Banks. Der, weiß man ja, hat wesentlich mehr drauf im PvP, als er in seinen Videos zeigt. Ich konnte leider deswegen keine PvP-relevanten Szenen finden, weil er fast nur Lucky Blocks bringt auf seinem Channel. Allerdings weiß man, im Build UHC geht er manchmal verdammt gut ab. In der letzten Saison war er noch ein bisschen stärker mit einer 1900er Elo, hat zurzeit eine 1760er Elo, hat auch schon Leute geschlagen wie Mori PvP und Davo, was echt überraschend war und er von daher eine höhere Bewertung gekriegt hat als seine 58, die er vorher hatte. Und jetzt, wo wir uns Varo nähern, kommen hoffentlich auch ein paar PvP-Übungsszenen, wo er dann mehr raushauen kann. Dann kann man vielleicht auch mal was zeigen von ihm. War jetzt nicht unbedingt das längste Video, ich weiß. Mehr Updates werden auf jeden Fall noch folgen zu noch mehr Leuten, die auf jeden Fall geupdatet werden müssen. Wie gesagt, morgen sollte Nero, Best of Nero Part 2 kommen. Sonntag kommt eine ganz spezielle Analyse und dann, wie gesagt, Dienstag die Kombos. Man könnte euch darauf freuen. Das Wetter ist schön, geht ein bisschen raus.